starten lassen hier. Guck mal, das kann man doch so hier machen. Sind zwar natürlich ein bisschen eine Fahrzeitverlängerung. Achso, das sind für die Güterzüge, ne? Ja, die sind eh schon. Ja, gut. Der Zwick, ich glaube, die 2-3 Tage, die dann länger dort fahren, macht es wahrscheinlich eh nicht mehr aus. So, dann können wir jetzt hier absinken. Dann ist es eins tiefer, ne? Dann machen wir das hier. Dann machen wir hier den Hafen hin. Obwohl, ich mache den vielleicht nochmal. Achso, das kann ich natürlich wieder nicht einfach so planieren. Hier ist dann halt so ein Hafenbecken. Mit dem Dock. So, das wird jetzt interessant. Dann muss in meinen Augen hier ein Dings hin. Hier so eine Brücke. Dings, dann hier die Querverbindung rüber. Oh, das kann was werden. Und dann sind wir eigentlich gleich da. Wie komme ich hier rüber? Das können wir ganz einfach machen. Hier mal schnell so umbauen. Es ist halt schade, dass es für die Schiffe keine Tunnel gibt. Dann gibt es hier das nächste, die nächste Brücke. Die führt dorthin, genau. Und der nächste. Jetzt haben die schon eine drei Schleusen. Gehen die jetzt schon hoch. Jetzt müssen die hier hinten dann noch wieder runter. Irgendwie. Irgendwie hier rauskommen an der Stelle. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich das dann so mache und dann die Schleuse einfach hier so platziere. Genau. Ich müsste an jeder Schleuse erstmal so ein Staubecken sein, aber es ist die. Ja, die machen das ja immer irgendwie, dass die einfach so übereinander und so. Runterfahren. So, na guck mal, da funktioniert. Ast rein. Pass hier noch eine Werft rein. Wird dann wahrscheinlich ein bisschen eng, oder? Weiß ich nie. Wir stellen die auch mal hier hin. Dann könnte man hier die Öldinger mit bedienen. Was ist noch das schnellste Ölschiff, was es so gibt? Freshney. Ja, die nicht unbedingt. Was ist das für ein Schiff? Eine Fähre kann auch Öl transportieren? Okay.
finde ich dezent. Ach komm, wir nehmen wieder hier. Oder nehmen wir hier diesen Kleinfrachter. Ja, komm, wir nehmen wieder Tyskebuk da. Da wissen wir, was wir haben bei dem Schiff. Da wissen wir, was wir haben. Und für die drei, für die, die dort sind, würde ich dann hier noch irgendwie einen Kanal reinbauen oder beziehungsweise einfach hier so eine Lücke reinschlagen, damit die da nicht diesen ganzen Umweg draußen rumfahren müssen. Genau. Bin ich auch gespannt, ob das so funktioniert. Komm, gib mir das Depot. Wie viel ist das hier unten? 1, 2, 3. Oh, da kann ich ja einiges bedienen. Ich kaufe ja mal 5 Stück hier. Und verteile dann so nach und nach auf die Dinger. Ah, habe ich auch noch Shared Orders gemacht, ich Depp. Oh, das war aber dumm jetzt. Bitte nur einfach kopieren. Das ist natürlich auch eine dumme. Entladen und laden ist natürlich auch Schwachsinn. Bitte nur laden. So, du fährst hier hin. Entladen muss ich ja nicht, weil das ergibt sich ja schon von selber. Der ist jetzt nach Transfer gefahren. Dann lassen wir den hier mal nach Haltepunkt fahren. Fährt nach Noyama Station. Nee, sowas ist nicht geplant. Bitte erstmal hier den Weg zuordnen. Danke. Zack. Und der letzte. Der geht hierher. Bisschen hier oben wäre noch Kawai Ölfeld wird schon angefahren, wird auch schon beladen und die fahren direkt jetzt hier raus. Auch herrlich, dann können die sich ja ihren Weg hier durchsuchen. Da könnte ich eigentlich jetzt auch, wenn das ein Stück weiter tiefer ist, ach so, das wäre dann wieder die Strecke ja wieder länger werden. Warte mal, aber kann ich das nicht ausgleichen, indem ich... Achso, da haben die doch eine scharfe Kurve, ne? Aber hier eine Brücke, die Brücke hier schon drüber. Aber ich mach das einfach. Ist ja schließlich Schmalspurbahn, da geht das. Dann sparen wir hier wieder die Fahrzeit, die wir unten verlängert haben, hier ein. Ganz einfach. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus hier, die ganze Sache, aber... Genau. So, die scheinen jetzt aus hier, die Schiffe. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wie wir dann hier oben langfahren. Das ist bestimmt witzig. So, halt den natürlich noch in die Ölgruppe rein. Genau, das hilft dann hier hoffentlich so ein bisschen die Wartezeiten zu vermeiden. Denke ich mal, genau. Ah, Nagashi hat jetzt die 20.000 geschafft. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch zurück. Unter den 20.000er Städten, ja. Kawasaki jetzt auch. Und Shimashi auch. Sehr schön. Und das Ding, das ist voll. Ich
glaube, das war echt die beste Idee im LP, da den Bahnhof so ein bisschen das Stadtviertel dort umzubauen. So, der ist wieder zurück unterwegs. 1, 2, 3 und dann 3 wieder runter. Naja, mal Seehafen. Hier war da aber auch ordentlich was, ne? Muss man mal so sagen. Hier gäbe es auch Wertsachen. Hat man da schon was gemacht? Nee, ne? Ich glaube, das scheiterte daran, dass die nächsten Wertsachen irgendwie sonst wo waren. Hier muss man, glaube ich, nichts optimieren bei Kawaii Waldrand. Das ist schon gut. Shimano Tal hat auch ordentlich Einzugsgebiet. Die hier auch, hier sind 2000 Leute drin. Ja, was ich als Feature cool wäre, wenn es hier bei so einem Fenster hier unten dann noch so eine Gewinnsumme gäbe, so wie hier, bei dem hier. Das müsste es hier bei den Fenstern auch nochmal geben, dass man dann sehen kann, ach hier pro Station. Wie waren da die Einnahmen? So, das Schiff macht sich jetzt hier breit auf den Kanal, nimmt es Kurs. Das ist ein, achso, das ist das Signal hier, hier ist ein kleiner Grafikbug. Dachte schon, dass wir haben irgendwelche Saboteure, irgendwelche irgendwas in den Kanal geschmissen, damit die Züge kentern, aber zum Glück ist dem nicht so. Ihr könnt eigentlich mal in die Kommentare schreiben, mal so eine kleine Frage von mir an euch. In welcher Stadt hier in dem LP würdet ihr jetzt am liebsten wohnen, wenn ihr die Wahl hättet? Wäre es vielleicht hier vorne, Takaoka, hier in dem Haus, so am Arsch der Welt sozusagen? Oder wäre das in der Riesenmetropole Furumari mit seinen fast 2000 Einwohnern, vielleicht hier ganz oben, hier in der Spitze von dem Hochhaus? Oder würdet ihr auf Takasaki leben, die künstlich angelegte Inselstadt? Oder würdet ihr in Haraue am Tempel wohnen? Oder vielleicht sogar einfach nur irgendwo hier im Gebirge Aogami?